Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michael Hirz. Mehr Schulden, weniger sparen. Reform ja, aber nicht so schnell. Auf diese knappe Formel lässt sich bringen, was sozialistische und sozialdemokratische Regierungschefs in Europa fordern. Allen voran der französische Präsident Hollande und der italienische Ministerpräsident Renzi. Mit dabei, und das macht die Sache so ein bisschen pikant, der deutsche Vizekanzler, Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. In den südeuropäischen Ländern des Euroraums wird das als Signal für ein Ende der Sparpolitik gesehen, als Ende des deutschen Spardiktats. Viele Fachleute reagieren hingegen mit der Befürchtung, dass damit die Verschuldung weiter wächst und die nächste Euro-Krise vor der Tür steht. Damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Ja, was wird also aus dem Euro-Stabilitätspakt, der die gemeinsame Währung verlässlich und fest machen soll? Wird der Euro zur Weichwährung, zum Schaden von Sparern und Wirtschaft? Oder löst eine Lockerung der Stabilitätskriterien einen Wachstumsschub aus, der vor allem in den notleidenden Euro-Südländern für die so dringend benötigten Jobs sorgt? Darüber wollen wir heute bei Unter den Linden sprechen. Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Ursula Weidenfeld, profilierte Wirtschaftsjournalistin und ebenso profilierte Buchautorin, erfolgreiche Buchautorin, unter anderem mit einem Buch zum Euro. Herzlich willkommen. Und bei uns ist Professor Rudolf Hickel, Finanzwissenschaftler und ebenso bekannter wie streitbarer Publizist. Das darf ich wohl so sagen. Herzlich willkommen auch Sie. Frau Weidenfeld, der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will den Europäischen Stabilitätspakt anders auslegen, hat er jetzt gesagt. Und das wird vor allen Dingen in Frankreich und Italien sehr begrüßt. Er folgt damit einer Forderung dieser Länder. Ist das eine Rückkehr zur Schuldenpolitik, wie Kritiker meinen? Naja, zunächst mal heißt ja anders auslegen, auch wir ändern ihn nicht. Also es wird keine Veränderung der Verträge geben. Das hat er ja explizit gesagt, als er wieder in Deutschland war. Die Ankündigung selbst kam ja in Frankreich. Und dann muss man sich eben fragen, was heißt anders auslegen? Das heißt jetzt, dass man eben, wie die Südländer, wie Frankreich das fordert, wie Italien das fordert, Spanien auch, wie diese Länder das fordern, dass man eben Defizite, die zur Wachstumssteigerung dienen, dass die eben nicht so angerechnet werden sollen wie bisher. Wobei der Vertrag diese Spielräume ja schon bietet. Das haben wir ja in Griechenland gesehen, das haben wir auch in Portugal gesehen. Der Vertrag ist da flexibel genug eigentlich, sodass im Grunde gar nichts passieren muss und alle sind zufrieden. Ich glaube, im Kern geht es da um eine rhetorische Wendung, die in Italien, Ministerpräsident Renzi hat ein riesen Reformprogramm vor, auch in Frankreich, auch da sind ja Reformen jetzt nötig, zumindest dafür sorgen sollen, dass nicht alle das Gefühl haben, das war Angela. Also die müssen halt eben ihren Leuten auch sagen, das ist unser eigener Wille und dafür haben wir in Europa was reingeholt. Es ist natürlich zu befürchten, wenn wir recht hätten, dann würde der Euro-Stabilitätspakt aufgeweicht, dann würde er nicht mehr ernst genommen und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Aber zunächst mal kann man eigentlich auch noch annehmen, dass es eine rhetorische Wendung ist, wie wir die auch schon öfter hatten. Ja, es war ja schon auffällig. Also erst dachte man, jetzt will Sigmar Gabriel zusammen mit den Südländern an den Stabilitätspakt ran, ihn möglicherweise ändern. Er hat dann klargestellt, nein, geändert werden soll er nicht. Er soll anders interpretiert werden. Kann denn so ein Pakt, so eine Vereinbarung so interpretiert werden und trotzdem noch verlässlich sein und Vertrauen wecken? Naja, für mich ist der Pakt sind nicht die 10 Gebote. Der Pakt hat sich in gewisser Weise als untauglich erwiesen. Übrigens von Anfang an auch die sogenannten Schuldenkriterien, also 3% Nettoverschuldung am Bruttoinlandsprodukt, 60% bei der Gesamtverschuldung. Das sind damals übrigens interessanterweise, damit man mal sieht, worum es sich handelt. Die Zahlen sind damals gemacht worden Anfang 1990 unter der Annahme, wenn Sie mal einen Dreisatz machen, 60% und 3%, kommt 5% Wachstum raus. Und da wird mir doch jeder sagen, heute eine Finanzpolitik auf 5% Wirtschaftswachstum zu orientieren, ist falsch. Was wir brauchen
Und jetzt will ich mal Sigmar Gabriel einerseits in Schutz nehmen, andererseits ihn kritisieren. Was er gesagt hat, ist richtig, nämlich zu sagen, wir brauchen die Länder, die Reformen betreiben. Übrigens hat ihn ja gerade interessanterweise sein ehemaliger Bundeskanzler, mit dem er ja auch gewisserweise auf Kriegsfuß stand, Herr Schröder, hat ihm ja zugestimmt im Handelsblatt. Es geht eigentlich darum zu sagen, die Länder, die Reformen betreiben, und ich will es nachher am Beispiel Griechenlands vielleicht erläutern, die sollen mehr Zeit beim Abbau der Staatsschulden bekommen. Das ist die Botschaft. Und das ist die Kritik an Sigmar Gabriel ist so typisch Politik. Ich sage das als Wissenschaftler. Der Politiker sagt das, hat vielleicht mal was Vernünftiges im Kopf, kommt zurück, hat Angst vor seiner Kanzlerin, hat Angst vor der öffentlichen Debatte, hat vor allem Angst vor den Medien, die blindwütig. Die Medien schlagen ja blindwütig um sich rum. Die wissen zum Teil gar nicht, worüber sie reden, aber sie wissen, dass der Satz falsch war. Und jetzt knickt er ein und sagt, er will es ohne Reform. Es geht nicht ohne Reform. Das heißt, er muss sich entscheiden, also entweder tatsächlich ändern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ließe der sich auch ändern und es wäre sinnvoll, ihn zu ändern. Aber man kann ihn nicht so, wie er ist, so auslegen, dass dann etwas rauskommt, was den gewünschten Effekt hätte. Es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich die Verfassung, ursprünglich der Maastrichter Vertrag. Dann jetzt heißt der Lissabonner Vertrag. Da müssen wir Vertragsänderungen grundsätzlich machen. Die ist natürlich machbar, wobei die 3% und 60% immer nur in Protokollen stehen. Aber die ist nicht machbar. Sie wissen, alle wissen, dass die Verträge, so wie sie jetzt sind, die Lissabonner Verträge, deshalb werden die doch auch gedehnt ohne Ende. Und das wissen Sie doch auch, weil die eben im Konsens nicht zu ändern sind. Das ist unser historisches Schicksal. Dafür braucht man 27 Stimmen und die kriegen sie nicht. Unser historisches Schicksal ist, wir kleben an Verträgen, in denen Mist drinsteht. Das ist einfach ökonomisch. Ich will es Ihnen am Beispiel sagen. Griechenland hat jetzt massiv eingespart. Das soziale Elend hat zugenommen. Die ökonomische Krise ist jetzt über 6 Jahre. Und was ist? Die Schulden steigen trotzdem an. Warum? Weil einige übersehen, aber viele übersehen haben, wenn ich einfach Schulden abbaue mit massiven Eingriff in den Staat, dann mache ich die Konjunktur, dann mache ich die Wirtschaft kaputt. Und wir brauchen eine Strategie, mit der wir die Wirtschaft aufbauen, aber um dann Schulden abzubauen. Ich bin kein Schuldenheini, damit es klar ist. Sie sind ein Schuldenheini, aber Sie kriegen im Moment. Ich habe es vorweggenommen, bevor Sie mir unterstellen und sagen, es ist absoluter Unfug. Aber Sie kriegen im Moment einfach, und ich glaube, da muss man schon realistisch sein, selbst wenn man es sich noch so sehr wünschen würde, man kriegt keine Vertragsänderung hin in einer Situation, in der England aus der EU raus will, möglicherweise in einer Situation, in der die Südländer was komplett anderes wollen als die Nordländer, in der, einer Situation, in der rechte Kräfte bei der Europawahl so gewonnen haben oder extreme Kräfte, ja auch linke Kräfte. Es gibt keine Vertragsänderung auf absehbare Zeit. Gut, also das halten wir fest, da ist auch Konsens. Es wird keine, Bewertung unabhängig, aber Sie gehen beide davon aus, eine Vertragsänderung wird es nicht geben. Dann nochmal die Frage an Sie. Wenn die Verträge so bleiben, wie sie sind, müssten sie ja eingehalten werden. Das ist ja der Sinn von Verträgen, dass sich dann diejenigen, die ihn geschlossen haben, auch einhalten. Bieten die so viel Spielräume, wie man jetzt den Eindruck hat, dass es sie gibt? Kann man die Verträge so dehnen, dass das als Ergebnis rauskommt, was Sigmar Gabriel, was Hollande, was Renzi wollen? Nämlich eine Belebung der Kultur und eine Interpretation dieser Kriterien, die das alles ermöglichen. Ich hoffe nicht, dass das rauskommt, was Renzi und was Hollande wollen. Aber dass die Verträge dehnbar sind, das hat gerade Griechenland gezeigt. Nicht? Bei Griechenland reden wir jetzt nur noch über das Primärdefizit. Also wir gucken uns nur noch an, hat dieser Staat in seinen laufenden Ausgaben mehr Ausgaben als Einnahmen? Und das hat Griechenland nicht mehr. Und das ist uns das Kriterium, das heißt, um zu sagen, ohne Schulden, ohne das, was Griechenland an den Füßen klebt. Und das ist das Kriterium dafür, ob die weiteren Tranchen für das Hilfspaket ausgezahlt werden. Und das ist ja auch vernünftig. Und man sieht eben, dass Griechenland maßlos und wirklich unglaublich gelitten hat in den letzten Jahren. Aber man sieht eben einmal, dass das Primärdefizit nicht mehr da ist. Es gibt einen Überschuss. Und man sieht zweitens, dass das Wachstum anzieht. Und man sieht drittens, dass diese... Das heißt, es gab Erfolge. Ja, und ich glaube, es gibt kleine Erfolge auf der konjunkturellen Seite und vergleichsweise große Reformerfolge auf der strukturellen Seite. Und das, finde ich, muss man eben auch sehen. Wenn man Griechenland sieht, dann hat man vor 6 Jahren einen Staat gesehen, der keinen Kataster hatte, der keine Eigentumsakten geführt hat, wo die Reichen keine Steuern bezahlt haben und die Armen deshalb auch nicht, wo jeder, der eine Partei gewählt hat, damit rechnen konnte, hinterher verbeamtet zu werden. Das ist heute nicht mehr so. Und das ist gut so, weil ein Land wie Griechenland, wenn es im Euro bleiben will, wenn es in der Eurozone bleiben will und wenn es in der Europäischen Union bleiben will,
muss einen Mindeststandard an gemeinsamen Regeln, gemeinsamen Gesetzen einhalten. Und dazu gehört nun mal, Steuern zu zahlen. Und ja, ich glaube, da, und das ist und das gilt übrigens für Italien noch viel mehr, im Moment jedenfalls. Und man kann keinem Bürger eines anderen Landes, Deutschland, Holland, Finnland, Österreich, verklickern, dass die gefälligst Steuern zu zahlen haben, dafür, dass in anderen Ländern der Schlendrian weitergeht. Würde das nicht etwas Druck nehmen, wenn man sagt, also man bekämpft die Korruption in den Ländern, die ja nachweislich da ist, man sorgt für Steuerehrlichkeit, also man hat fiskalpolitische Instrumente, die dann möglicherweise auch bestimmte andere Maßnahmen erübrigen und die dem Land helfen. Vielleicht nochmal zum ersten Teil. Ich meine, die Dehnung, was heißt Dehnung? Das heißt doch einfach, dass man jetzt beim Schuldenabbau mehr Zeit lässt in Ländern. Sie müssen das mal heißt, dass das höhere Defizit akzeptiert ist. Ja, aber das Problem ist doch, ich wollte schon an Milch melden, aber sowas und diskriminierend mache ich nicht. Es gibt eine ganz einfache Rechnung. Was in Griechenland passiert ist, Sie haben die Ausgaben gestrichen und Sie müssen sagen, was das heißt, dass die Armut bis in die Mittelschicht zugenommen hat, dass Menschen heute sterben, weil sie medizinisch nicht mehr versorgt werden. Ich sage das mal deutlich, das war die Folge der Sparpolitik. Und jetzt etwas passiert. Im Rahmen dieser Sparpolitik, da haben Sie die Bedingungen der Troika, auch der Bundesregierung, streng eingehalten, ist die Konjunktur zusammengebrochen. Und wenn die Konjunktur mehr zurückgeht, als der Abbau der Staatsverschuldung, dann haben wir eine höhere Staatsverschuldungsquote. Die Quote liegt in der Zwischenzeit bei 174%. Das ist ein Ausdruck der Fehlentwicklung. Und ich sage nochmal, wird es ja für auch ein drittes Paket geben für Griechenland. Das weiß doch auch jeder. Stopp. Das Finanzhilfepaket finde ich wie richtig, also vom Rettungsfonds. Sie wissen, wer das bekommt. Kein müde Euro geht an die Griechen, sondern das Geld geht einfach an die Bank, an die Eigentümer der Staatsanleihen, um den Schuldendienst zu erhöhen. Jetzt, ich will mal zwei konstruktive oder drei Beispiele nennen. Das erste ist der Dehnung, das hat der italienische Ministerpräsident zu Recht gesagt, weil es grundsätzlich richtig ist, zu sagen, wenn wir wirklich nachhaltig investieren in die Zukunft, nachhaltige Investitionen, beispielsweise in die Reparatur und den Ausbau unserer Verkehrssysteme in Deutschland, dann kann man es öffentlich Schulden finanzieren, weil sie später refinanziert. Das wäre eine Dehnung. Die zweite Dehnung wird gemacht, und da hat die materielle Gewalt der Bundesregierung schon was eingepaukt. Die heißt nämlich, und das sagt der Gabriel und mit Unterstützung von Schröder, wenn ich ein Land in so einen brutalen, und der zum Teil, Sie haben es gesagt, stimme ich zu, mutig, so einen brutalen Reformprozess stecke, dann darf ich nicht gleichzeitig noch knüppeln durch sozusagen Ausgabenkürzung. Und was mir fehlt, ich nehme Ihr Gedanken auf mit der Steuer. Keiner der Geberländer, die ja die Bedingungen aufoktroyieren, was Griechenland macht, keines der Geberländer hat mal das Programm reingeschickt, Griechenland, ihr kriegt nur noch Finanzhilfen, wenn er endlich mal die Millionäre, die Oligarchen, es steht in keinem Programm drin, zum Beispiel eine Vermögensteuer einzuführen, weil Griechenland hat das Problem, einerseits braucht es Hilfe, andererseits braucht es innerlich, da stimme ich ja zu, ein Riesenreformprozess. Und es gibt die Oligarchen, ich habe selber an Demonstrationen teilgenommen in Griechenland, die demonstrieren immer zwei Richtungen. Angst gekriegt in Griechenland? Überhaupt nicht, haben mich gefreut, habe übrigens viel gelernt. Ich würde so manchen Journalisten wünschen, dass er sowas auch mal macht, dass er dazulernt. Nämlich, dass die Demonstrationen immer in zwei Richtungen gehen. Einerseits gegen das Oktroi, da wird die Kanzlerin in der übler Weise diffamiert, finde ich richtig, aber andererseits gegen die innere Reform. Da haben Sie völlig recht, die innere Reform ist eine Voraussetzung. Und wenn die gemacht wird, dann sollte man beim Schuldenabbau mehr Spielraum geben. Um mehr geht es nicht. Warum sind wir alle so kleinlich? Aber Frau Weinfeld, die Formel, die Gabriel jetzt ausgegeben hat, hört sich ja auch erstmal sehr schlüssig an, dass er sagt, wir gewähren einen zeitlichen Aufschub, also wir strecken das Programm, um eben nicht alles abzuwürgen, aber im Gegenzug gibt es dann eben die Reformen, die nötig sind, um das Land eben langfristig eben wieder konjunkturell nach vorne zu bringen und auch den Schuldenabbau voranzutreiben. Ist das nicht irgendwie was Vernünftiges? Das war ja eigentlich das Rezept von Gerhard Schröder auch mit der Agenda 2010. Das wäre eigentlich ein guter Deal, das stimmt. Die Frage, finde ich, ist nur, und da bin ich gar nicht sicher und ich habe da auch keine festgefügte Meinung. Die Frage ist doch, wenn ich den Druck wegnehme, gibt es dann diese Reformen noch? Also Italien, finde ich, ist ein klassisches Beispiel. Italien hat eine Staatsquote von 51%. Das heißt, mehr als jeder zweite Euro in diesem Land wird heute schon vom Staat eingenommen, verteilt und anders ausgegeben. Wenn Herr Renzi jetzt sagt, ich brauche einfach nur mehr Geld, um die Konjunktur anschieben zu können, um sinnvolle Staatsausgaben, wie Herr Hickel das sagt, niemand hat was dagegen, dass Straßen repariert werden. Aber wenn Herr Renzi sagt, das brauche ich jetzt einfach noch dazu, dann fragt man sich doch, wenn ich sowieso schon jeden zweiten Euro im Land ausgebe als Staat und eben nicht durch die Wirtschaft ausgeben lasse, dann ist bei mir
sagen wir mal, das Misstrauen, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass das geht einfach nicht auf, dieser Handel, der da gemacht wird. Aber das Misstrauen, ob dieser Staat das Geld dann wirklich so ausgibt, wie ich das erwarte, nämlich dann in Straßen steckt oder in die Sanierung von Pompeji oder in irgendwelche Projekte, die in Italien wirklich grotesk da niederliegen, ob das da investiert wird oder ob am Ende nicht die italienische Bürokratie davon profitiert, die ja auch in einem Riesenreformprogramm angeblich steckt, aber keiner weiß, niemand hat es gesehen. Also angeblich wird in Italien die Bürokratie seit 2 Jahren umgebaut und entbürokratisiert. Dann kommen wir aber zu einem wichtigen Punkt. Aber keiner weiß wo. Dann muss man sagen, kann man nicht ein Instrument schaffen mit Sanktionen, zu sagen, okay, wir vereinbaren jetzt eine Streckung, eine zeitliche Streckung. Wir gehen diese Reformen an, aber wir machen es nicht so heftig. Wir finanzieren Investitionen, staatliche Investitionen weiter, auch auf Pump. Das muss möglich sein. Aber wenn der Reformprozess nicht läuft, dann müssen wir mit Sanktionen arbeiten. Darum geht es doch. Frau Weidenfeld, Sie haben am Anfang eine ganz wichtige politische Einschätzung abgegeben, was mich umtreibt, uns alle umtreibt. Warum die Rechtsradikalen beispielsweise in Griechenland die richtigen radikalen Rechten zu viel gewonnen haben. Das hängt damit zusammen, dass sie im Grunde genommen die Folgen dieser aufoktroyierten Einsparpolitik oder Austerität, wie man es immer nennt, die haben in Griechenland so viel Schäden angerichtet, dass es ein richtiger Humus für Rechtsradikalismus geworden ist. Wenn ich argumentiere über ein Konzept der Entwicklung, dann habe ich auch immer genau dies im Auge, was ich auch sozusagen sehr bedenklich finde, nämlich wie kann ich den Rechtsradikalen sozusagen im Grunde genommen... argumentieren Sie aber jetzt politisch nicht als Wissenschaftler. Jetzt sage ich, Gott sei Dank gehöre ich zu den Wissenschaftlern, die über die politischen Konsequenzen ihres Denkens auch nachdenken. Darum sehen wir Sie ja hier so gerne. Aber ich sage, lass mich noch mal fertig meinen Gedanken. Ich sage, weil den Gedanken von Herrn Hirz da gerne aufnehmen möchte. Wenn Sie jetzt sagen, in einer Absprache, beispielsweise bei Griechenland, wo wir weit nicht über den Berg sind, wenn heute geschrieben wird, Griechenland ist über den Berg, dann kann ich nur sagen, das ist blanke Unkenntnis plus Zynismus überhaupt nicht mehr Werk, sondern wir brauchen eigentlich stärker, das ist der Gedanke von Renzi, den ich teile, wir brauchen stärker Investitionen in den Aufbau der Wirtschaftsstruktur, in die Stärkung der Wirtschaftskraft Griechenland. Was wir mit der Einsparpolitik gemacht haben, haben wir erstmal die griechische Wirtschaft im Boden gehauen. Und jetzt würde ich sagen, man kann eine Dehnung machen, nicht nur mit Reformpolitik, sondern man kann eine Dehnung der Schuldenregeln machen mit der klaren Aussage, was geht in die Finanzierung von wirtschaftsstrukturellem Aufbau. Ich sage, weil Sie mich als Schuldenhain, was natürlich eine unglaubliche Beleidigung ist, aber mit der kann ich leben. Wissen Sie, was ich in Deutschland kritisiert habe, ab 2003? Unsere Schulden, das war ein großer politischer Skandal, übrigens von der Schröder-Regierung. Unsere Schulden sind gestiegen, weil Steuersenkungen gemacht worden sind, die nicht von der Wirtschaft, bei der Wirtschaft ankommen. Sie macht jetzt auch Steuersenkungen. Ja, ich sage Ihnen, damit wir uns klar sind, wenn Schulden eingesetzt werden zur Steuersenkung, dann haben Sie mich gemeinsam auf der Barrikade, es geht nicht. Wenn Schulden eingesetzt wird, sozusagen zur Finanzierung von konsumtiver Aufgabe, haben Sie auch auf der Barrikade. Wenn aber Schulden, und darum geht es in den Ländern, eingesetzt werden, um die Wirtschaftskraft zu stärken, dann können Sie auch mit einem guten ökonomischen Argument sagen, wenn es gut geht, haben Sie mehr Steuern. Aber nochmal wirklich die Frage nach den Sanktionen. Also wenn man das vereinbart, also wie Gabriel vorgeschlagen hat, dann müsste es ja auch Sanktionen geben, die wirklich ernst genommen werden und die wirklich beherzigt werden. Das finde ich total wichtig. Weil kann man das durchsetzen? Ist das realistisch? Ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon Sanktionen. Und jetzt sagt eben Italien Sanktionen. Ist doch egal, wir machen es trotzdem. Deutschland und Frankreich selbst 2002, 2003 die Maastricht-Kriterien, also diese Stabilitätskriterien, gerissen haben? Das ist ein Grund dafür. Und der andere Grund ist der, den Herr Hegel gerade angeführt hat. Der andere Grund ist doch der, dass, wenn ich Angst haben muss, dass in diesen Ländern sofort, sobald jemand das Wort Sanktion ausspricht, ein politischer Radikalisierungsprozess losgeht, eben auch Populisten sich das zu eigen machen und zu sagen, wir wollen ja gar keine Reform. Das ist immer nur Frau Angela aus Berlin, die das will. In dem Moment werden Sanktionen total zahnlos. Und ich glaube, man muss eben auch noch mal gucken, wir haben ja 3 Phasen sozusagen der Euro-Rettung. Das eine und immer mit ganz unterschiedlichen Machtverhältnissen. Am Anfang Griechenland, die Finanzmärkte waren total in Aufruhr und da hatte Griechenland eine vergleichsweise starke Verhandlungsposition. Die haben am Anfang am Steuer gesessen beim ersten Rettungspaket. Beim zweiten Rettungspaket, Griechenland hatte riesige Probleme wieder. Die Finanzmärkte waren aber ruhig, Griechenland und Zypern. Da haben auf einmal Deutschland, die Niederlande, Finnland am Steuerrad gesessen.
Und jetzt haben wir eine Situation, die Finanzmärkte sind vergleichsweise sehr ruhig. Alle haben ein Interesse daran, dass der Euro schwächer wird und dass die Inflation anzieht, weil eben die Inflation praktisch auf Null ist. Und drittens, jetzt geht es um Spanien, es geht um Frankreich und es geht um Italien. Und jeder weiß, ohne Frankreich, Spanien und Italien ist nicht nur die Eurozone tot, da ist die EU tot. Und jetzt sitzen die am Steuer. Und das muss man eben auch sehen, wenn man über Sanktionen redet. Es wird keine Sanktionen mehr geben wie die im Jahr 2002, 2003, 2004, als die EU-Kommission ja nur mit Mühe und Not davon abzubringen war, ein Defizitverfahren gegen Deutschland einzuleiten. Also ich glaube, wer heute redet über mehr Zeit, noch lockerere Kriterien, der redet auch darüber, es gibt keine Sanktionen mehr und jeder tut und lässt, was er will. Und der redet dann darüber, dass am Ende die Rechnung in den Nordländern bezahlt werden wird und muss. Und der redet dann eben auch über eine politische Radikalisierung da. Es tut mir leid. Ja, okay. Aber ich rede doch nicht über Lockerung. Wenn ich Lockerung sagen würde als Wissenschaftler, dann könnte ich eine Lockerungsübung da vorne am Brandenburger Tor gemacht haben. Aber Dehnung ist dasselbe wie Lockerung. Dehnung ist genauso blöd, der Begriff. Genauso ein Wieselwort, das nichts sagt. Beide Begriffe führen uns in die Irre. Und es ärgert mich, dass so debattiert wird. Ich würde gerne wissen, was wird gelockert? Was wird gedehnt? Darum geht es. Und das war die Frage auch von Ihnen jetzt. Gelockert wird, dass dort, wo wirklich erstens Reformen gemacht werden, haben wir darüber diskutiert, und zweitens, wo wirklich Investitionen in die Stärkung der Wirtschaftsstruktur gehen. Die ARD hat einen ganz tollen Film gebracht aus Italien von einem Mittelständler. Ein Mittelständler, der mal seine Probleme vorgelegt hat, gesagt, wir leiden darunter, dass wenn ich einen Kredit haben will, 13% zahlen muss, das heißt, direkt auch ein Problem. Und eine Voraussetzung, insoweit kommt die Debatte für mich geldpolitisch in einer guten Situation. Denn eins muss er sagen, eines ist gelungen. Warum sind die, Sie haben selber gerade angesprochen, wo sind eigentlich die Spekulanten? Mir hat am Jahresende ein großer Spekulant in Frankfurt gesagt, Herr Hickel, ich bin sauer auf den Euro. Also, oh, wow, was ist jetzt passiert? Keine Zinsen mehr. Nein, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr auf den Absturz von Staaten spekulieren. Das ist doch ein riesen historischer Erfolg, dass man diese Instrumente den Spekulanten mit zwei Maßnahmen aus der Hand geschlagen haben. Erstens durch den Rettungsfonds, die Finanzierung läuft nicht mehr über die Kapitalmärkte der öffentlichen Haushalte. Das zweite ist Draghi, der gesagt hat, die berühmte Rede, Sie kennen sie auch, im Juli 2020. Whatever it takes, ich werde den Euro verteilen. Jetzt haben wir für die Politik, für das, was Gabriel gewisserweise anregt, haben wir eine ganz andere Diskussionsbasis. Die wird auch bei der Bundeskanzlerin ankommen. Nämlich, wir haben zumindest von der Spekulationsseite eine unglaublich gute Chance, den Kurs zu korrigieren. Aber, und zwar inhaltlich was zu korrigieren. Was mich wirklich, und das treibt mich wirklich ernsthaft um und das interessiert mich ja ernsthaft. Gucken Sie nach Deutschland und sehen Sie, wie sich Staaten verhalten, in denen es gut läuft. Da redet kein Mensch mehr von Reformen. Da wird das Geld ausgegeben, da wird auch mehr ausgegeben, als man eigentlich ausgeben kann. Welches Land meinen Sie? Deutschland. Wir sprechen jetzt noch von Deutschland. Ich rede von uns. Also wir sind die schlechtesten Lehrmeister, die es gibt, weil wir zeigen eben einfach, was ein Land macht, wenn es gut läuft. Dann wird die Kohle rausgehauen ohne Ende. Ja, machen Sie mal ein Beispiel. Ja, die ganze Rentenpolitik. Ich will jetzt nicht über die Rente mit Ihnen streiten, aber die Frage, wenn wir doch wissen, es gibt in Italien, es gibt in Spanien, es gibt vor allem in Frankreich ein irrsinnigen Reformstau und einen irrsinnigen Reformbedarf. Würden Sie sagen, die müssen zuerst wirtschaftlich ordentlich nach vorne kommen, damit sie dann die Reformen machen können? Wenn Sie doch sehen, in jedem demokratischen Land der Welt, Reformen werden gemacht, wenn es schlecht wird. Mhm. Wenn es schlecht geht und nicht, wenn es gut läuft. Sie haben eben den Namen Draghi ja schon mal genannt, also den Chef der Europäischen Zentralbank und seine Rettungsbemühungen. Dann gucken wir doch mal auf die Europäische Zentralbank und deren Politik. Sie hat ja, wir haben ja gerade in den Südländern das Problem, dass die Wirtschaft nicht läuft, die Konjunktur lahmt. Deswegen gibt es auch diese hohe Arbeitslosigkeit. Der Versuch von Draghi war ja auch, Geld in den Kreislauf zu geben, damit eben das Geld irgendwann auch in der Wirtschaft ankommt und die Wirtschaft belebt wird. Das ist bisher offensichtlich im notwendigen Umfang nicht passiert. Naja, also eins ist gelungen, das wiederhole ich nochmal, die Spekulanten sind raus aus dem Geschäft. Das finde ich großartig. Stellen Sie mal vor, vor fünf Jahren, als ich eine Vorlesung gemacht habe, hätte ich mir nie vorstellen können, ein Kapitel zu machen, wie können Spekulanten Staaten in die Knie zwingen. Das erste. Das zweite ist, wir können es nicht lange ausdiskutieren. Draghi hat sozusagen die Europäische Zentralbank hat alles ausgeschöpft bisher in der Hoffnung, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird und die Banken es weitergeben als Kredite. Und dafür gibt es systematische Gründe, dass es nicht mehr klappt. Aber dass ich mir die Steilvorlage geben werde, da bin ich richtig dankbar. Draghi ist sozusagen jetzt eine tragische Figur. Passt nomen est om. Warum? Er kommt mit der Geldpolitik nicht mehr weiter. Und was wir brauchen jetzt,
Das ist die klassische Lehre. Wir brauchen jetzt eine expansive Finanzpolitik, die sozusagen Nachfrage schafft. Es fehlt in den Ländern die Nachfrage. Und es ist immer, also da will ich auch ganz dran gemessen werden, es ist immer Nachfrage für sinnvolle Ausgaben. Und da muss es hingehen. Ausgaben für die Stärkung. Was haben wir schon Geld rausgeschmissen für Griechenland, ohne an der Wirtschaftsstruktur irgendwas positiv zu verändern? Und da muss es hingehen. Da sind wir aber mutlos, weil dann wieder unsere Oberideologen kommen. Der Markt reguliert alles. Der Markt hat erstmal alles kaputt gemacht mit der Politik zusammen und hat nichts reguliert. Ich glaube nicht, dass wir deshalb mutlos sind. Ich glaube, dass wir klug geworden sind, weil wir wissen, dass man Staaten nicht kontrollieren kann in der Frage, ob sie ihr Geld sinnvoll ausgeben. Und das ist, wie stellt man sich das denn vor, dass irgendwie dass die Troika nach Griechenland oder nach Italien oder nach Frankreich fährt und sagt, also Herr Hollande, die Straße war jetzt okay, aber die Brücke, das hätten Sie mal besser nicht gemacht. Also ich meine, dass die Debatte in den Ländern, die sich heute dagegen wehren, dass sie präjudiziert werden von der Europäischen Union, das kann man sich doch überhaupt nicht vorstellen, dass da jemand hinfährt und dann sagt, das ist eine sinnvolle Investition und die streichen wir euch aus dem Programm. Das geht doch gar nicht. Aber nehmen Sie doch nochmal, ich führe ihn ein, obwohl ich ihn nie gemocht habe politisch, ich bin einer der wenigen, Gerhard Schröder, wegen seiner Hartz-IV-Politik, die meines Erachtens Arbeitsmarkt gespalten hat. Nehmen Sie mal die Schröder-Argumentation von gestern und heute. Die ist in einem Punkt sehr, sehr rational. Nochmal, wir brauchen ein Paket, in dem die betroffenen Länder, nicht immer die Menschen, mir geht es jetzt nicht um die Politik, die Menschen in Ländern nicht immer das Gefühl haben, sie stehen ständig Keulen auf den Kopf gehauen, sondern sie müssen ermuntert werden zur Reform mit allen Schwierigkeiten. Aber, und das ist entscheidend, da muss ich den Druck rausnehmen. Ich habe mal einmal eine Rechnung gemacht, wenn wir die Sparprogramme in Griechenland relational in Deutschland vollzogen, hätten wir einen ganzen Haushalt 400 Milliarden einsparen müssen. Das heißt, das Land ist sozusagen mit der Politik in die Knie gezwungen. Und ich habe einen guten Zeugen, nämlich den Internationalen Währungsfonds. Das waren die einzigen ehrlich, der Olivier Blanchard, der einzig ehrlich, der ungefähr vor 2 Jahren gesagt hat, oh, wir haben uns verrechnet. Wir haben uns verrechnet bei der gesamtwirtschaftlichen Wirkung des Staatsschuldenabbaus. Wir haben das zu optimistisch eingeschätzt. Und ein bisschen darf man doch dazulernen und es ändern. Ja, also wenn Sie das so sagen, ich würde sagen, natürlich kann man viel aus der Krise lernen. Man kann auch viel ändern. Aber was man aus der Krise auch lernt, ist, dass Reformen und vor allem Strukturreformen in jedem demokratischen Land der Welt und vor allem in jedem Euroland, das ja jetzt auch die Erfahrung gemacht hat, es wird im Zweifel einen Bailout geben. Die gibt es eben nur unter Druck, die gibt es nur in schlechten Zeiten und dann muss man sie auch machen. Und deshalb finde ich, sowohl für Italien als auch für Frankreich, jetzt zu sagen, macht ihr mal, gebt ihr mal mehr Geld aus. Ich halte das für total falsch, weil ich glaube, dass das ein Signal ist, dass andere Länder auch verstehen und das eben dann zu einer Radikalisierung nicht nur im Süden, sondern auch im Norden führen wird. Und wir reden über das Zerbrechen der Europäischen Union. Ja, und ich finde, da kann man keine Späße machen und auch kein Experiment. Da kommen wir auch gleich noch mal zu, also auch zu der politischen Bewertung. Aber ich habe vorher noch mal eine andere Frage, und zwar was den Reformen Druck angeht. Sie haben Griechenland genannt. Griechenland ist sicher ein Sonderfall. Und die Griechinnen und Griechen hat es sicher ganz besonders hart getroffen. Auf der anderen Seite gibt es eine Untersuchung, die das EU-Parlament angefordert hat. Und danach sind im letzten Jahr die Empfehlungen, die Reformempfehlungen für die Südländer, die die EU-Kommission gegeben hat, nur zu weniger als 10% umgesetzt worden. Das heißt also, da ist auch nicht so ein Wahnsinnsreformdruck da offensichtlich. Ja, wenn Sie jetzt das Europäische Parlament ins Spiel bringen, dann habe ich ja da wieder eine Unterstützung, weil das Europäische Parlament argumentiert in der Mehrheit eher, wie ich es jetzt hier getan habe, im Sinne sozusagen mehr Spielraum insgesamt schaffen. Aber ich will die Frage jetzt nochmal ernsthaft von Ihnen aufnehmen. Wir haben die Auflagen umgesetzt, es verdient Respekt vor Ihnen, umgesetzt wird es durch die Troika, durch die Dreiergruppe, also Internationaler Währungsfonds, Europäische Union und die Europäische Zentralbank. Und da ist die Kennweise, sind irrsinnig viele, paar hundert Seiten, in denen das alles drinsteht. Und da kann ich die Kritik vom Europäischen Parlament nicht nachvollziehen, dass nicht grundsätzlich eine Reform gegangen ist, wo die Länder scheitern. Und es war der schwerste Fehler, ist gemacht worden im März 2010, als Griechenland die erste Tranche gekriegt hat mit 115 Milliarden. Steht übrigens alles in dem von Ihnen nicht zitierten Buch von mir über den Euro. Wir haben nämlich beide Euro-Buch geschrieben. Dann wissen wir das jetzt auch. Das sage ich einfach. Das klingt jetzt furchtbar eitel und hinterhältig, aber nein, ist es nicht. Ich meine, wir machen ja alles antithetisch. Nein, das ist eine Unterlassung meinerseits. Da hat Professor Hegel recht. Kein Problem. Aber
So, jetzt haben wir den Bock gebaut, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß, was Sie sagen. Darf ich sagen? Sie, was probieren wir mal. Sie haben gesagt, Sie wollten sagen, dass ich Ihnen recht gegeben habe. Dass der größte Fehler eben tatsächlich das erste Paket für Griechenland war 2010. Nein, das wollten Sie sagen, nein, oder? Ich wollte was anderes sagen. Dann, in dieser Phase, schönen Dank, dass Sie das mir wunderbar mich wieder zurückgeführt haben an den Trog der Argumente. Was ich sagen wollte, man hätte im März 2010 sofort, was im EU-Vertrag drinsteht, machbar ist, hätte man sofort Kapitalverkehrskontrollen in Griechenland einrichten müssen, damit nicht säckeweise das Geld in die Schweiz gegangen ist. Das war ein schwerer Fehler. Und man hätte es, das sage ich nochmal, da ist der EU-Vertrag, der jetzt heißt der Lissabonner Vertrag, gibt es her, dazu waren sie alle zu feige. Aber dann hätte man im März 2010 gleich Nägel mit Köpfen machen können, Herr Hickel. Und das Kapitalverkehrskontrollen sind der erste Schritt zu einer eigenen Währung. Dann hätte Griechenland im März 2010 aus der Eurozone ausscheiden können und müssen und sollen. Und dann würde es Griechenland heute auch besser gehen. Aber ja, ganz falsch. Aber im März 2010 waren die Kapitalmärkte so aufgebracht, dass weder das eine noch das andere durchsetzbar war. Also wenn man Kapitalkontrollen in Griechenland verhängt hätte, was man ja später in Zypern gemacht hat, ohne dass es für ganz große Verwerfungen gesorgt hat, im März 2010 wäre das Lehman Brothers der Europäischen Währungsunion gewesen. Aber jetzt haben Sie leider ein Stichwort vorgegeben, dass man nicht so stehen Sie lassen kann. Sie müssen jetzt erstmal was zu Lehman Brothers sagen, Herr Hickel. Sie schlagen hier was vor, was die Europäische Währungsunion in den Abgrund gestürzt hätte. Und gehen jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Nein, Lehman Brothers ist jetzt sozusagen eins meiner Lieblingsthemen, aber eine völlige Ablenkung vom Thema. Die Finanzmärkte hätten das nicht toleriert, dass irgendwo in der Europäischen Währungsunion Kapitalverkehrskontrollen verhängt werden, die ja auch nicht den kleinen Eigentümer in Griechenland getroffen hätten, sondern die großen Investoren. Die wären gegangen. Das ist genau, später hat Draghi uns bewiesen, die Finanzmärkte, die Spekulanten hätte man viel früher rausschmeißen müssen. Da können Sie Kapitalverkehrskontrollen. Aber daraus gelernt, wird das in Zukunft passieren? Ich glaube, wir haben übrigens eine Säule noch nicht diskutiert. Wir haben jetzt die Säule der Geldpolitik, wir haben die Säule der Finanz- oder der Strategie- oder der Reformpolitik. Die dritte Säule, bei der ich jetzt sogar etwas optimistischer bin, ist die Bankenunion. Damit wir es hinkriegen, sozusagen einigermaßen geordnete Bankenlandschaft, weil die viel zu tun hat mit der Krise. Aber ich muss einen Satz, bin ich jetzt geradezu formal gezwungen, dem zu widersprechen. Wenn Sie sagen, wenn die raus wären aus dem Euro, ich habe die Szenarien auch selber gemacht und durchgerechnet. Ich sage Ihnen, kann es jetzt nur so zusammenfassen. Sonst müsste ich was über Abwertung der Drachme sagen und vieles mehr. Das wird uns zu viel Zeit kosten. Aber wenn Griechenland aus dem Euro raus wäre, dann wäre es eine relativ dauerhafte Elendsökonomie geworden und die hätte ständig subventioniert werden müssen aus der EU. Weil die Vorstellung, die naive Vorstellung, dass wenn man die Drachme einführt, die wertet ab und 30-40% gegenüber dem Euro und dann wächst sozusagen, dann kommt es zum Impuls der Exportwirtschaft. Das können nur Leute sein, die zwei Probleme haben. Entweder Sie kennen die Exportwirtschaft nicht, die es gar nicht mehr gibt. Oder Sie haben das Argument bei zu viel Uso entwickelt. Das kann natürlich auch sein. Herr Hickel, ich glaube, das kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Wenn Griechenland damals... Einen Satz noch dazu, dann müssen wir... Also wir haben ja heute ein Deflationsproblem in Südeuropa. Absolut. Und das haben wir, weil all diese Länder in der Eurozone sind. Wären die außerhalb der Eurozone, hätten wir da einfach eine inflationäre Entwicklung gesehen. Und ich glaube, wenn man über die Gesamtökonomie der Eurozone redet, dann muss man eben schon sagen, dass dieses Diktum, alle Länder bleiben in der Eurozone, zu jedem Zeitpunkt falsch war und im März 2010 auch falsch war. Was heißt das denn? Ist das ein Plädoyer für den Nordeuro? Das war ja so eine Idee, die geisterte mal eine Weile rum. Es ist ein Plädoyer dafür, dass wir haben jetzt ruhige Finanzmärkte. Also wir sehen jetzt, dass im Augenblick, also all das, worüber wir im Jahr 2010 gesprochen haben, das war ja eine irrsinnige Aufregung. Da hätte auch alles eben wirklich enorm schaden können. Aber wir haben jetzt eine vergleichsweise ruhige Situation. Und ich finde, jetzt kann man natürlich darüber reden, wenn ein Land in die Krise gerät oder in der Krise bleibt und sich zeitweilig oder für immer aus dem Euro verabschieden will. Ich meine, wir haben ein Land, das redet darüber, sich aus der Europäischen Union zu verabschieden. Also wir reden nicht mehr über die Tabus, die wir über die letzten 4 Jahre hatten. Dann, finde ich, kann man das in Ruhe angucken und auch in Ruhe überlegen. Und dann hat man natürlich, da haben Sie schon recht, das Problem mit Kapitalverkehrskontrollen. Da muss man einen riesen Zirkus bewältigen. Aber auf der anderen Seite gibt man diesen Ländern dann eben auch die Chance, sich außerhalb des Euros eine Zeit lang
selbst zu entwickeln, die eigene Währung im Zweifel auch abwerten lassen und dann eben mit einer gesünderen Ökonomie und einer gesünderen Struktur zurückzukommen. Wenn das stimmen würde, würde ich sofort Ihnen zustimmen, dass wenn man den Mechanismus sagt, ein Land geht raus, nutzt sozusagen seine Eigendynamik, vor allem es geht immer um die Abwertung der Währung. Wir können es nochmal erklären, wenn dann die Exportwirtschaft, die in Griechenland leider auch in der Krise ist, früher war das mal Pharmazie. Die hat es dann leichter, die kann leichter auf dem Weltmarkt, wenn die dann in Dollar eine Rechnung bezahlt, kriegt den Dollar und umtauschen Drachmen, kriegt sie mehr Drachmen. Aber das funktioniert natürlich nur, sowas funktioniert in Deutschland, an der konkurrenzfähigen Wirtschaft. Aber das Zweite, was Sie vergessen haben, was auch mein Kollege Hans-Werner Sinn immer unterschlägt, ist, wenn Sie die Abwertung haben, dann haben Sie eine unglaubliche inflationäre Entwicklung. Griechenland ist ein hochimportabhängiges Land. Sie haben eine Rieseninflation, die Sie importieren praktisch über die Abwertung der Drachme. Und am Ende haben Sie Realeinkommensverluste. Deshalb sage ich, bleibe dabei, das wäre eine Elendsökonomie, ist besser, wir machen das im gemeinsamen. Wir reden ein bisschen viel meiner Meinung nach über Griechenland. Die eigentliche Gefahr scheint ja im Augenblick eher von Italien und von Frankreich auszugehen und auch von dem Willen, irgendwie bestimmte Anstrengungen auf sich zu nehmen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie eher skeptisch, dass diese Anstrengungen unternommen werden? Ja, ich glaube, also gerade im Fall Frankreichs sehen wir ja eben einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein auch, was das Nicht-Reformieren angeht. Die französische Regierung will das nicht machen. Die französische Bevölkerung will das nicht haben. Und Frankreich weiß eben sehr genau, wir sind viel zu groß, als dass uns was passieren könnte. Und das, was bedeutet das dann für die gemeinsame Währung? Genau das, was die Italiener schon formulieren. Die sagen halt, na gut, wenn wir mit den Defiziten durch die Decke gehen, dann gibt es vielleicht ein Sanktionsverfahren, vielleicht aber auch nicht. Aber dann kümmern wir uns nicht drum. Und das halte ich für eine echte, virulente Gefahr, wenn Frankreich, Spanien und Italien sich so verhalten, dann ist es eine irre Gefahr für die Währung. Das werden wir am Anfang nicht so merken, weil wir im Moment ja noch ganz froh sind, wenn die Inflation ein bisschen hochgeht und wenn der Außenwert des Euro ein bisschen runtergeht. Aber wir werden das sehr, sehr schnell merken. Und dann werden die Schwächen, die wir im Moment sehen in Italien, in Spanien und in Frankreich, die werden dann zur Schwäche der Europäischen Währungsunion. Und ich halte das für eine wirklich große Gefahr. Die Frage ist nochmal, ich stimme grundsätzlich da auch zu in der Argumentation. Wie packt man das Paket? Im Grunde, wir sind uns völlig einig, stimme Ihnen auch zu. Frankreich hat einen unglaublichen Reformbedarf, Italien auch im Steuersystem. Aber Herr Hickel, die wollen nicht. Italien will, aber die anderen wollen nicht. Ich komme jetzt zu Ihrem Argument. Zum Teil wollen sie auch nicht. Auch das ist richtig. Man hat ja gesehen, der Hollande wird ja sozusagen zur Marionette für die ganze Politik, weil er versucht, dann versucht er wieder nicht. Aber wenn Sie jetzt, und das ist das Argument von Schröder, den ich so ungern zitiere, tue schon wieder, das Argument von Schröder ist zu sagen, wenn ich den Reformprozess mit all den Schwierigkeiten, wo ich ihn auch zugebe, überhaupt hinkriegen will, dann kann ich nicht gleichzeitig eine Einsparpolitik über die Staatsschuldenziel erlernen. Das ist die sozusagen Frage. Gibt dem mehr Luft, damit es die Reformpolitik, ob sie die nachher machen? Herr Professor Hickel, aber die Frage, kann man das als Gemeinschaft nicht erzwingen? Also kann man nicht Sanktionen dann verabreden? Man ist ja eigentlich in einer relativ starken Position dann, auch als Gemeinschaft gegenüber einem reformunwilligen Land, dass man sagt, okay, wir lassen uns darauf ein, weil ansonsten gelten ja die Verträge, wie sie bisher sind. Jetzt sage ich was ganz Naives. Lachen Sie bitte nicht, oder lachen Sie auch drüber, ist egal. Was ganz Naives, wir appellieren eigentlich an die Einsicht der Notwendigkeit in Reform. Und da fragen Sie zu Recht, Frau Weidenfeld, oh Gott, ist das naiv. Auf der anderen Seite haben wir das ja bei der Troika-Politik in Griechenland, auch ein bisschen in Spanien und Portugal erlebt. Wenn die Bevölkerung, die sozusagen vor dem Reformprozess, und dem Reformprozess verliert ja nicht das Großkapital, sondern verlieren immer die normalen Menschen mit ihrem Job, mit ihren Sozialversicherungen und allem Möglichen. Wenn Sie das über eine EU aufoktroyieren, dann gibt es immer ein feindseliges Verhältnis. Und mein Vorschlag wäre, der ist ein bisschen vorsichtig naiv, sozusagen aus dem Gesamtzusammenhang dafür zu plädieren, sagen, natürlich, ihr braucht diese Reformvorschläge. Und jetzt nochmal, die Reformen in Deutschland sind gemacht worden, in einer Phase, in der keiner ernsthaft die Staatsschulden abgebaut hat, um überhaupt mal die Wirtschaft zu reformieren. Und das ist das Modell, was mir vorschwebt. Schauen Sie mich nicht wegen sozusagen verzweifelter Naivität. Ja, doch, ich bin schon ein bisschen verzweifelt, weil erstens hat ja Deutschland den Stabilitätspakt verletzt im selben Jahr, als Frankreich das auch getan 2003. Hat. Ja, Deutschland, mich nie aufgeregt. Deutschland hat, Deutschland ist trotzdem gut. Ich weiß, aber gleichzeitig mit Frankreich.
Und Frankreich ist immer noch in derselben Situation. Man könnte sagen, also was ich nicht rechtfertigen will, dass dieser Pakt verletzt worden ist, aber man könnte sagen, okay, Deutschland hat was draus gemacht, Frankreich hat nichts draus gemacht. Warum soll ich jetzt denken, als Geberland in der Eurozone, dass Frankreich es diesmal tun wird? Die werden wieder den Stabilitätspakt verletzen und werden wieder nicht reformieren. Ist das ein Plädoyer eigentlich für die Unmöglichkeit, eine gemeinsame Währung mit solchen Ländern hinzukriegen, also ein Plädoyer für den Ausstieg? Es ist ein Plädoyer dafür, den Druck aufrechtzuerhalten. Und also den Druck, den man entfalten kann. Aber gleichzeitig sagen Sie, realistisch nicht. Gleichzeitig muss man eben einfach sehen, dass der Druck im Moment, dass das Schwert nicht besonders scharf ist. Mhm. Das ist so, das wird die nächsten 3-4 Jahre so bleiben. Das wird sich auch wieder ändern. Wir haben eben gesehen, dass die Machtposition und die Gewichte innerhalb der Europäischen Währungsunion, wie man wann verhandelt, sich immer verschieben. Die verschieben sich mit den Finanzmärkten, die verschieben sich mit der Frage, wie verhält sich die Europäische Zentralbank. In dem Moment, wo die Europäische Zentralbank das Geld wieder einsammeln muss, was sie im Moment ja jedem gibt, der irgendwie bereit ist, Geld mitzunehmen, wird sich die Situation total ändern. Dann werden die Zinsen steigen, dann wird dieser Druck auch wieder zunehmen und dann werden die Länder eben wieder mehr das Sagen haben, die in der Eurozone ihre Reformen gemacht haben. Also mein Plädoyer wäre immer zu sagen, nehmt den Druck jetzt nicht raus, nehmt von mir aus hin, dass die nicht so schnell machen, wie ihr wollt, dass sie machen. Und so kommt es ja auch. Und verlasst euch drauf, dass die Zeiten sich auch wieder ändern. Und dann muss Europa eben auch wieder anders handeln. Nochmal, ich gehe nochmal auf die Ausgangsposition zurück. Der Druck ist falsch. Wir haben das sozusagen geradezu vergöttert, diese 3% und 60%. Davon redet doch kein Mensch mehr. Doch, darum geht es. Die sollen ja aufgehoben. Ich bitte Sie, im Finanzstabilitätspakt stehen die Zahlen nochmal drin. Da stehen doch defizitierte Renten. Bei einer Schuldenquote von 130% redet doch keiner mehr davon, dass 60% eingehalten sein müssen. Und die Kriterien haben einen Fehler. Ich habe das eingangs gesagt, ich habe es auch mal versucht mit dem Finanzminister, mit Weigel, der ja fälschlicherweise als der Euro-Minister bezahlt wird, auch viel Unfug gemacht. Aber ich habe es mit ihm mal diskutiert. Damals war es realistisch, auch für mich als Ökonom, so eine Schuldenpolitik zu machen auf dem Hintergrund von 5% Wachstum. Was wir jetzt brauchen, wir müssen aus der Schuldendebatte raus, müssen in eine Debatte der Stärkung des Wirtschaftswachstums und vor allem der Schaffung von Arbeitsplätzen. Ich meine, dass ganze Generationen in Spanien und Portugal und Griechenland mit über 50% Arbeitslosigkeit verloren gehen, das muss der Punkt sein. Und nicht sozusagen so eine abstrakte Diskussion über Schulden. Ich kann nicht verstehen, Herr Hickel, wie Sie Staaten, die diese Grütze angerichtet haben, die diese Fehler gemacht haben, die nach wie vor nicht einsichtig sind und diese Fehler weitermachen wollen, wie sie annehmen können, dass diese Staaten die richtigen sind, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Wachstum zu machen und um das Geld ordentlich auszugeben. Das geht einfach, ich kann es nicht verstehen. Die Rettungspolitik hat sie nicht mehr. Mit dieser Frage von Frau Weidenfeld sind wir auch am Ende der Diskussion. Ja, schon wieder. Die 45 Minuten waren schnell um. Ich bedanke mich für das engagierte Gespräch mit zwei Gästen, die wirklich viel vom Fach verstehen, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind. Beide haben ein Buch über den Euro geschrieben. Ich muss es noch mal betonen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und bei Ihnen für Ihr Interesse. Einen schönen Abend.